damit willkommen zum Match. Ja, meine Dings, meine Aufnahmetaste ist natürlich auch gleichzeitig die Dings-Taste, dass ich irgendwie in die Aufstellung reinkomme. Ich weiß aber nicht wie. Ich muss hier jetzt nochmal an die Soundeinstellung kurz ran. Geht das hier? Ja, das ist nur zu laut. Für mich. Egal, dann halt nicht. Und Bochum hatte gerade schon die erste Chance. Da geben wir gleich mal mit Konzentration. Versucht dann... Festhalten. Festhalten, Junge. Das ist zu gefährlich. Egal. Chrom V spielt? Das ist er. Ja, und natürlich müssen wir Torhüter rausschicken. Schon mal zum Warmmachen. Das mache ich halt immer, weil ist Sicherheitsgrund. Oh, Leute. Ich habe Konzentration mitgegeben und nicht gleich. Das gibt's nicht. Rückpass in Frankfurt. Oh. Gut. So gut. Der ist jedoch. Oh, Ecke für uns. Die ist gut, aber nicht drin. Schade. Oh. F-Stein kriegt jetzt nach einer Schwalbe. Die gelbe Karte. Oh, dann. Ich wärme auch schon mal zur Sicherheit den rechten und den linken Mittelfeldspieler auf. Weil, naja. Okay, mit den Noten in der Defensive haben wir ein. Oh. Und? Ah, schade. Auf Nummer sicher und klärt per Kopf zur Ecke. Und Tor! Jawohl! 1-0! Yes! Ich wusste doch, ich bring Kaplani. Jawohl, ja. Das erste Tor in der in der zweiten Liga jetzt. Es wurde auch jetzt mal so langsam Zeit. Am dritten Spieltag ist das jetzt endlich mal normal. Mal gucken, wie das jetzt... Oh, das wirkt sich in der Tabelle ganz schön positiv aus. Die steigen um... Ja, die steigen vom 17. auf den 13. erstmal hoch. Das wäre aktuell sehr gut. Nur jetzt Konzentration, Leute. Boah, Klant holt sich das Leder, perfekt. Also in der Abwehr haben wir einen Notenbesten. Heißt das Omari oder Kumari? Also ich glaube, das heißt Omari. Weil ich sitze gerade ein bisschen weiter von meinem Laptop weg, deshalb. Aber ich glaube, es heißt schon Omari und ja, der hat bisher die 1,5 und Kaplani vorne die 2,5. Also das sind so die zwei Notenbesten und wir haben Halbzeit. Halbzeitansprache. Lasst uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Genau. Das will ich jetzt auch mal sagen. Görlitz motiviere ich. Ich wollte ihn schon kritisieren, aber genau wie Epstein. Omari, genau, den lobe ich jetzt mal. Ihn motiviere ich jetzt nochmal, weil er kann schon noch was davon. Und Konrad muss ich jetzt auch nochmal motivieren. Weil ich meine, Heiter, das war perfekt, dass wir den gebracht haben. Also aktuell habe ich nichts dagegen. Wir wärmen natürlich direkt alle auf. Wow. Konzentriert euch, Leute. Eine gute Chance für uns. Oh, schade. Kaplani sucht das Tor und nimmt eine flache Hereingabe von Görlitz direkt. Jagt die Kugel jedoch, wenn auch nur selten, über den Kasten. Schade. Lute wäre sogar ohne Chance gewesen. Schade. Boah, jetzt heißt es Freistoß.
Oh, rot wäre sogar die richtige Entscheidung gewesen. Oh. Oh, oh. Oh, fuck. Das ist der Ausgleich. Ja. Ja, okay. Also ich sehe hier überhaupt keinen von uns irgendwie mal angezeigt. Strafraum. Klant ist ohne Chance, ja. Das geht so nicht, Leute. Das geht jetzt wirklich nicht. Wir haben so gut jetzt angefangen mit dem 1-0. Da müsst ihr doch jetzt noch das ohne Probleme hinkriegen können, oder? Oh, Glanzparade von Klant. Was ist passiert? Klant wurde von Tasake zu einer tollen Parade gezwungen. Nachdem zuvor Jungwirth gegen Heidmeier in einem harten Zweikampf durchgesetzt hat und ich glaube, jetzt fällt es 2-1. Nein, fällt es nicht. Boah, weil sie das Tor nicht rein, den Ball nicht reinkriegen. Boah, Alter. Haben wir ein Glück. Okay, wir werden jetzt auch mal wechseln. Und zwar im offensiven Mittelfeld bringe ich jetzt. Ich probiere jetzt Zielreißer zu bringen. Tja, das hätte ich mir jetzt gerne so erträumt. Dann muss ich das jetzt so machen. Und rechts und links ein bisschen zurückziehen. Nee, ihr macht nicht die Händespitze. So. Was hat Epstein? Der ist nicht so ganz gut drauf, deshalb bringe ich jetzt noch mal ihn und bringe ich jetzt noch mal Sandro Kaiser, weil der 4. Ja. Kaiser hat nur 62. Nee. Vielleicht für Konrad noch mal Kauko bringen. Weil ich meine, Heidmeier macht das doch von ihr. Also da hinten ja recht gut. Muss ich jetzt noch mal gucken. Ja, der wird hier auch als Spielmacher geführt. Okay. Ja, ohne Vorgabe. Kaplani ist natürlich Sturmtank. Laufwege. Ja, okay. Die können wir jetzt erstmal so lassen. Vielleicht Görlitz nach außen ziehen. Genau wie Gerhard. Die können schön nach außen ziehen. Ja, und das waren dann auch mal unsere drei Wechsel. Oh. Oh, es gibt Freistoß aus gefährlicher Position. Boah, Glück gehabt. Da hatten wir Glück gehabt, weil Tiffert ist ein sauguter Elfmeterschütze. Aktuell wären wir, ja, wenigstens auf Platz 15 wären wir. Das ist schon mal etwas. Das ist schon mal etwas. Ja, drei Wechsel in derselben Minute. Ja, das Nachwuchstalent kommt. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das noch wird. Bochum wieder mit der Chance, mit der guten Chance und... Boah, Glück gehabt. Ah. Leute, Leute, Leute. Konzentriert euch jetzt. Oh, schade. Möglichkeit für den FSV, kurze Doppelpässe im Strafraum der Bochumer und Zierreis schließt ab. Aber leider daneben. Und bei der Ecke genauso. Schade. Wir spielen weiter auf Konter, werden uns mit der Abwehr etwas zurückziehen. Passspiel soll auch jetzt wieder. Das kann jetzt auch mal ein bisschen länger sein. Aber es sollte vorsichtig sein. Pressing natürlich weiterhin überall.
Boah, jetzt bin ich die letzten paar Minuten noch mal gespannt. Die letzten 15 Minuten sind angebrochen. Okay. Ja, okay, Görlitz darf sich eigentlich gar nichts mehr erlauben. Ah, wäre doch besser gewesen, wenn ich ihn rausgenommen hätte. Aber die Ecke konnte Klant jetzt noch mal retten. Boah, Leute. Klant, da hast du aber gerade kurz gepackt. Da ist dickes Durchatmen für alle FSV-Fans. Und das gibt's nicht. Das gibt's jetzt nicht. Grätsch, oh nein. Das gibt's jetzt nicht. Das geht so nicht. Taktik. Wir wollen jetzt nochmal. Die Abwehr wird nochmal nach vorne gezogen. Wir werden jetzt nochmal riskant spielen, auch wenn wir jetzt nochmal auf die Schnauze kriegen, ja. Aber Leute, es ist dann scheißegal, ob wir jetzt 2-1 verlieren oder ob wir 3-1 dann verlieren. So. Niemand ist jetzt Spielmacher und Sturmtank ist jetzt auch keiner mehr. Abseitsfalle spielen, weiterhin hoher Druck. Und los jetzt. Ich bin zwar kurz vor. Nee, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich auf die Tribüne verbannt. Oh Gott, Leute. Oh, Alter. Er hatte Kauko-Glück. Ah ne, da hatte Jungwirth Glück. Nochmal voll auf Angriff. Oh Gott. Scheiße. Und da verlieren wir wieder mal 2:1. Aber haben wenigstens immerhin das erste Tor geschossen. Ja. Leider müssen wir da in die Statistik gucken. Ja, die waren gegen Ende ein Stärkepunkt besser als wir. Das bereuen wir ein bisschen. Also, ja. Die Ergebnisse, die weiteren Ergebnisse. Wir natürlich jetzt ganz unten. Entschuldigung, das wieder ein kleiner Hustenanfall. Hupsala, jetzt kriege ich auch noch Schluckauf dazu. Ja, was soll das jetzt? Das war dumm. Das Unentschieden hätten wir holen können. Ach, das gibt's jetzt einfach nicht, ey. Was steht im nächsten Spiel an? Ah, Dresden. Ah, super. Und wo steht Dresden aktuell? Ach, guck mal an. Haben auch noch keinen Punkt geholt. Wenigstens etwas. Die haben aber nur 4 Gegentore kassiert. Wenigstens nichts. Also bei den Stimmen. Ja. Da habe ich mich zu Wort gemeldet. Es sah eigentlich ganz gut aus. Wir hatten zwei Situationen, die können wir auch. Die können auch drin sein. Nach den Gegentoren haben wir ordentlich den Druck erhöht und wurden zielstrebiger. Zum Abschluss hat die letzte Überzeugung gefehlt. Stimmt leider. Die letzte Überzeugung hat wirklich gefehlt, dass da wirklich noch mal ein Tor kommt, ja. Naja, machst du nix. Ja. Ja, natürlich. Bochum freut sich jetzt mit Aydin, der natürlich da 2 Tore geschossen hat. Und wir freuen uns natürlich mit Kaplani, der endlich mal auch ein Tor geschossen hat. Und Klant. Klant ist in der, im
Mannschaft des Tages. Nee, Team der Woche. Oder Elf des Tages, genau. Klant ist jetzt das erste Mal drin, ne? So muss das sein. Naja, dann gucken wir mal in die Spieltagsstatistik. Achso, waren wir ja. Teamleistung, ja. Wir könnten auf Platz 4 stehen. Also, mit den Pässen und allem sind wir auf Platz 4. Beste Spieler, werden wir keinen von uns finden. Doch, Klant. Auf Platz 16. Zeig mal die notenbesten Torhüter. Da ist Klant auf 4. Das ist wenigstens etwas. Ja, dass wir da wenigstens gut mit vorne sind. Ja. Da in der Torjägerliste haben wir auch endlich mal einen drin. Da haben wir endlich mal Kaplani drin, ey. Wurde ja auch mal Zeit, ey. Ich sag grad so viel, ey. In der Fairplay-Statistik. Ja, stehen wir aktuell auf Rang 8. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Haben 4 Punkte, 4 gelbe Karten, ey. Was? 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 Verletzungen? Ja, okay. Schienbein. Absplitter. Ja, okay. Boah. Obasi ist zum Glück in 4 Tagen wieder fit. Boah, Glück gehabt. Das heißt, im nächsten Spiel müsste er endlich fit sein. Und, oh, Fabian Johnson wechselt von Hoffenheim nach Dortmund. Okay. Auch nicht.